Was hat denn deine Hilfsaktion gebracht? Gar nichts. Mann, dieser soziale Kram ist voll für den Arsch. Wie, er wollte nichts haben? Scheiße. Hey. Ich hab's total verbockt. Was ist denn passiert? Ich bin da hingekommen, dann ist er einfach abgehauen. Hast du was gesagt? Ja, klar. Jetzt bin ich daran schuld. Oh. Und was ist das? Von Charlie für Teddy. Er konnte ja nicht wissen, was der Film. Wie bescheuert ist dieser Typ eigentlich? Ich meine, wir haben Winter. Der friert sich doch einen Arsch ab. Aber nö, bloß nicht helfen lassen. Als wir noch auf der Straße waren, fanden wir es auch nicht so prickelnd, wenn jemand unser Versteck entdeckt hat. Ja. Aber ich meine, wieso checkst du nicht, dass ich dem nur helfen will? Vielleicht hat er ja vor irgendwas Schiss. Sieht so aus. Mann, Kacke, dann habe ich es ihm echt nicht leicht gemacht. Ich bin dich überall lassen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass du für immer bei mir bleibst. Ich würde alles tun, um dich zurückzugewinnen. Aber ich werde nie wieder dein Vertrauen missbrauchen. Du wusstest von Anfang an, dass es eine Sekte ist. Wenn du es nicht mehr zu mir gehst, das kann ich nicht ertragen. Ich hätte dir alles viel früher erzählen müssen. Du hast mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Toni, du bist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, ich hab dich angenommen. Aber nur, weil ich Angst hatte, dich zu enttäuschen. Ich liebe dich. Das ist mir jetzt nicht im Stich. Über alles. Ich hab dich angenommen. Ich liebe dich. Das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Dir hat das viel früher erzählt. Du hast mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Oh, just leave me now. Wird das ein Rekordversuch? Polieren, bis der Arzt kommt. Zehner für dir, ihre Gedanken. Gut. Hä? Jemand zu Hause? Wo klemmt's denn? Nirgendwo, schon gut. Du, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, dann... Ich brauch keine Quatsche. Ich brauch was zu Futter. Auch mit Pommes? Ja, gern. Und eine Currywurst würde ich nehmen. Hat's geschmeckt? Sehr gut, danke. Wie hat's geschmeckt? Ich komme mit dem Einschenken gar nicht nach. Schatz, gleich haben wir's geschafft. Ja, Esperian. Angelino, du weißt es gut, hä? Und hier kommt unser weltberühmtes Tiramisu. Wunderkerzen in geschlossenen Räumen zu entzünden, kann gefährlich sein. Ja, ja. Sieht ja köstlich aus. Ja, ist es auch. Stefano? Kümmere dich später um die Küche. Aber der Gast... Valentin, du siehst doch, was hier los ist. Dai. 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 Oh, Schatz. Du bist... Ach, was wäre ich ohne dich? Das frag ich mich, ja. Also, ich glaube dir, dass du dir nicht mit Absicht in die Hand geschnitten hast. Ist doch alles gut. Nein, nicht ganz. Das ändert nichts. Wie meinst du das?
down in the window. Die Tatsache, dass ich kurz davor stand, der Rima mehr zu glauben als dir, das hat mir gezeigt, dass von dem Vertrauen, das ich einmal zu dir hatte, fast nichts mehr übrig ist. Aber sowas lässt sich doch wieder aufbauen. Ich werde mich bemühen. Es war ein Fehler zu glauben, wir könnten die Zeit zurückdrehen. Aber an Weihnachten, das hat doch auch funktioniert mit uns. Wir wollten, dass es funktioniert. Wir wollten es so sehr. Wir können auch daran arbeiten. Wir machen eine Paartherapie oder wir fahren in den Urlaub. Irgendwas. Ich habe überlegt zu bleiben. Ja? Es ist zu spät. Gib uns noch eine Chance. Ich kann nicht. Aber deine Sachen. Die lasse ich abholen. Teddy gesehen. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Luna, brave Luna. Den Teddy kennen wir nicht. Super. I hope you have the time of your life. Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Kompliment, Herr Maldini. Ich werde Sie bestimmt weiterempfehlen. Oh, grazie. Ciao. 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 Mein Rücken, mein Schatz. Ich muss mich jetzt setzen. Oh, es tut mir leid. Dein Papa hat ganz groß auf Business gemacht. Für seine Verhältnisse wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Du Schatz, aber wenn das klappt mit der Agentur und dürft das mal in die Reisegruppe kommen. Ja, da könnten wir vielleicht etwas Geld auf die Seite legen. So für einen kleinen Urlaub, damit unser kleiner Angelino seine Heimat kennenlernt. Oh nicht ja, wahr? Wir waren doch schon Ewigkeiten nicht mehr am Meer. Ja, Angelino, Italia, sie, sie. Ich gehe jetzt nach Hause. Soll ich Angelo mitnehmen? Oh ja, das wäre nett. Ja? Bello, adesso arriviamo. Sì. Dormi? Sì, vai, basta un po' giù. Da chi su? Ciao, vi kommen gleich nach. Ciao, ciao. Ma, se tu non pisci in apro, almeno non dammi nemmeno una cosa. Ja.